Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 15, die Festlegung der Termine für die Oberbürgermeisterwahl sowie eines eventuell notwendigen werdenden zweiten Wahlganges. Hier gibt es einen Änderungsantrag, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Schalinski wird uns diesen kurz vorstellen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Es geht jetzt um die Wahltermine für die Oberbürgermeisterwahl nächstes Jahr. Es wird einen zentralen Wahltermin in ganz vielen sächsischen Kommunen am 12. Juni geben. Und wir haben jetzt einen Änderungsantrag zum gegebenenfalls zweiten Wahlgang eingereicht, der so die Empfehlung, und das werden auch die meisten Kommunen so halten, 3 Wochen später sein wird, nämlich am 3. Juli, während die Landeshauptstadt der Überzeugung ist, dass man besser 4 Wochen warten sollte, sprich am 10., 12., jetzt bin ich verwirrt, sprich eine Woche später am 10. Juli wählen sollte. Für uns als Grüne gestaltet sich das Ganze so, wir glauben ehrlich gesagt an die Leistungsfähigkeit der Dresdner Verwaltung. Wir glauben daran, dass sie durchaus gut organisiert ist und in der Lage, das öffentliche Leben in dieser Stadt reibungslos und effektiv zu gestalten, vor allen Dingen, wenn sie gut geführt wird. Vor diesem Hintergrund haben wir uns tatsächlich gewundert, dass die Stadtverwaltung sich nicht in der Lage sieht, uns stichhaltig zu begründen, warum ausgerechnet die Landeshauptstadt Dresden eine Woche länger braucht, um gegebenenfalls für den zweiten Wahlgang eine entsprechende Briefwahl und den zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl zu organisieren. Wir würden tatsächlich dafür plädieren, da die Einheitlichkeit zwischen den Kommunen zu wahren. Es sprechen aus meiner Sicht ehrlich gesagt auch noch andere Gründe dafür, nicht von der 3-Wochen-Frist abzuweichen, jenseits der Einheitlichkeit, wo ich tatsächlich einen großen Sinn drin sehe. Aus meiner Sicht ist ein Oberbürgermeisterwahlkampf kein Schaulaufen der örtlichen Werbeagenturen, sondern das demokratische Ringen um die Wahl der höchsten Vertretung in dieser Stadt. Und vor diesem Hintergrund stehen tatsächlich nicht nur einzelne Personen zur Wahl, sondern in allen Parteien, die Oberbürgermeisterkandidatinnen und Oberbürgermeisterkandidaten aufstellen und unterstützen werden, wird es ganz viele engagierte Bürgerinnen geben, die im Wahlkampf mitstreiten, mitwerben, mitdebattieren und sich mit einbringen. Gleichzeitig ist es schon häufiger zu beobachten im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, dass Wahlkämpfe jetzt nicht unbedingt als die komfortabelste Zeit erlebt werden. Man erlebt das durchaus auch als anstrengend und man hat immer das Gefühl, es ist dann gut, wenn wieder eine Entscheidung gefallen ist. Auch vor diesem Hintergrund bin ich der Überzeugung, ist es weder dem Wahlkampf noch der Demokratie zuträglich, die Wahlkampfzeit über Gebühr zu strapazieren. Es gibt also aus unserer Sicht überhaupt keinen Grund, nicht nach 3 Wochen den zweiten Wahlgang anzusetzen. Und damit beantragen wir das heute hier auch, uns da quasi der allgemeinen Empfehlung anzuschließen und das so zu machen, wie es sonst in Sachsen eben auch getan werden wird. Damit rutschen wir nämlich auch weiter vor die Sommerferien und haben einfach alle dann einen entspannteren und klareren Sommer. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schalinski. Wir haben uns ja in der Tat innerhalb der Verwaltung sehr intensiv mit der Empfehlung des Freistaates auseinandergesetzt. Ich will vielleicht, weil Sie es angesprochen haben, zur Begründung noch ganz kurz dazu erneut ausführen. Es ist nicht vorrangig, weil wir auch bei der letzten Oberbürgermeisterwahl einen Abstand von 4 Wochen hatten, beziehungsweise weil auch Leipzig bei der zurückliegenden Oberbürgermeisterwahl diesen Zeitraum von 4 Wochen gewählt hat, dass gerade in den sehr großen Städten es deutlich ist, dass die Anforderungen an die Wahlvorbereitung doch noch etwas anderes sind in anderen Kommunen. Ich habe mich trotzdem noch mal intensiver in alle Einzelheiten vertieft, bin aber gerade auch durch die zurückliegende Bundestagswahl noch mal sehr dafür sensibilisiert worden, dass die absolute Sicherstellung der Ordnungsgemäßheit der Wahl im Vordergrund steht. Das heißt, wir hätten das Thema auch lieber gerne schnell vom Tisch, aber gerade das Vertrauen in die Ordnungsgemäßheit der Wahl ist ein besonders hohes Rechtsgut und insofern wollen wir dies in den Vordergrund auch stellen. Ansonsten, es ist eine Woche Unterschied, insofern ist da kein substanzieller Unterschied drin. Ich kann Sie nur herzlich bitten, der Beschlussempfehlung zu folgen, weil, wie gesagt, wir das nicht leichtfertig gemacht haben, aber die gesamten Ressourcen, die wir dafür brauchen, und ehrlich,
trotz allem Optimismus in die Beendigung der Corona-Situation wissen wir natürlich nicht, wie es im nächsten Jahr so aussieht und was dann an zusätzlichen Anforderungen noch kommt. Soweit. Herr Lichti, bitte. Mir sind zwei Zungenschläge bei der Kollegin Schanetzki aufgefallen und die haben mir nicht gefallen. Das möchte ich gerne sagen. Also erstens, es ist keine Formalität, sondern ich halte es auch für wichtig. Der Posten des Oberbürgermeisters ist zweifellos einer der wichtigsten Positionen in der Landeshauptstadt Dresden, aber das Hauptorgan der Landeshauptstadt ist der Stadtrat. Es handelt sich ja nicht um das höchste Amt, das in der Landeshauptstadt Dresden zu vergeben ist. Das mag eine Petitesse sein, aber da das oft anders gesehen wird, möchte ich das hier nochmal betonen. Zum anderen der Zungenschlag, dass wir uns damit eine weitere Woche Wahlkampf ersparen wollten, weil Wahlkampf ja etwas Schlechtes ist, was da so ein bisschen mitschwingt. Das möchte ich doch zurückweisen und das ist nicht richtig. Wahlkampf ist nicht irgendwie etwas Böses, was Negatives, was Schmutziges ist, sondern es ist, sage ich mal, das Hochfest der Demokratie und das sollten wir nicht in einen so despektierlichen Zusammenhang bringen. Im Übrigen, klar, 4 Wochen erscheinen auf den ersten Blick etwas weit, das wundert einen tatsächlich. Aber nach dem, was Herr Bürgermeister Sittel gesagt hat, und er hat es eigentlich am besten im Griff und im Blick, weiß ich nicht, warum wir jetzt vom Vorschlag der Stadtverwaltung abweichen sollten. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich dazu nicht. Dann stimmen wir zunächst über den Änderungsantrag der Grünen ab. Darf Sie um Ihr Handzeichen bitten, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen? Gegenstimmen? Enthaltung? Der Änderungsantrag ist bei 16 Ja-Stimmen, 41 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Ich darf damit den Bericht des federführenden Ausschusses zur Abstimmung rufen und bitte ums Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat eine Mehrheit von 47 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei 10 Enthaltungen gefunden. Der Tagesordnungspunkt 15 ist damit ebenfalls absolviert.